begrüße die Versammlung ganz herzlich an diesem Abend zu diesem Taufgottesdienst. Als Gemeinde einen Taufgottesdienst durchführen zu können, ist immer wieder ein Segen. Ja, es ist ein wenig anders, aber wir freuen uns, dass die Familie, dass Freunde heute dabei sein können. Im Psalm 103, in den ersten zwei Versen, lesen wir folgende Worte: Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Diesen Gottesdienst wollen wir gemeinsam, auch mit euch, liebe Zuschauer, die ihr am Sonntag diesen Gottesdienst mitverfolgt, Gott loben und seinen Namen verherrlichen. Wie gesagt, wir wollen heute Tauffest feiern und wir preisen Gott dafür. Wir preisen für die Wohltaten, die er im Leben von Gian Wiebe vollbracht hat. Und wir preisen ihn für seine Heiligkeit, für das Gute, das er in unserem Leben getan hat. Und darum wollen wir unser Haupt jetzt neigen für ein Gebet. Danke, lieber Vater im Himmel, für all das Gute, das wir immer wieder von dir erfahren. Wir preisen dich und wir erheben deinen heiligen Namen. Wir wollen nicht vergessen, was du Gutes an uns getan hast. Für all die Segnungen, die wir jeden Tag neu erfahren dürfen. Für all das Gute, das du uns immer wieder gibst. Wir danken dir, dass wir heute Tauffest feiern dürfen. Und wir danken dir auch, dass Glieder sich gemeldet haben, die neu zu dieser Gemeinde hinzukommen. Und Herr, wir haben so viel Grund zum Danken, aber wir haben auch Anliegen, dir darzubringen. Du siehst unsere Not. Du siehst, wie die Menschen, wie Tiere und wie die ganze Natur nach einem Regen wartet. Herr, du hast verheißen, dass dieser Zyklus nie vergehen wird bis zum Weltende. Wir bitten dich, dass du uns diesen Regen schenkst, um deines Wortes Willens. Du hast es verheißen. Und wir danken dir, dass du treu bist. Wir wissen, dass du diesen Regen schenken wirst, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Danke. Und mögest du uns Kraft geben, dass wir im Glauben verharren und dass wir nicht verzagen, auch in dieser Hinsicht. Herr, du schenkst zur richtigen Zeit den Regen und löscht unseren Durst. Aber du gibst uns nicht nur dieses Wasser, das den leiblichen Durst stillt, sondern du gibst uns auch geistliche Nahrung, geistliches Wasser, dein Wort. Wir bitten für die Predigt von Prediger Wilfried Kran. Schenke ihm die Vollmacht des Heiligen Geistes, dass er uns dein Wort auslegen kann, erklären und dass wir mit deiner Hilfe diese Dinge, die wir heute neu hören, die uns neu bewusst werden, in die Tat umsetzen können. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist und wir wollen diesen ganzen Gottesdienst in deine Hände anbefehlen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ein paar Bekanntmachungen für die Gemeinde. Im Monat Oktober werden zwei Kollekten eingesammelt, einmal für den Haushaltsplan der Gemeinde und dann auch für die allgemeine Hilfskasse der Nordmännerkonferenz.
Und es sind auch zwei Kollektenzettel nach Hause geschickt worden, in die Heime, eines mit dem Infoblatt der Gemeinde und das andere entsprechend mit einem Schreiben der Diakonenarbeit. Falls man für diese Zwecke spenden möchte, darf man das sehr gerne tun mit diesem Zettel oder auch mit dem Telefon, wie auch immer. Und wenn man für die allgemeine Hilfskasse etwas einlegen möchte, bittet man darum, dass man das irgendwie vermerkt auf dem Zettel hinter der Summe oder man kann das auch unter der Summe dann vermerken. Dann wird es für die Armen in unseren Gemeinden eingesetzt. Vielen Dank dafür. Zur Information der Zuschauer, die uns per YouTube verfolgen. Ich spreche heute nicht nur zu euch, ich spreche hier nicht nur zu einem leeren Raum, sondern hier sind Personen zugegen und das freut uns immens. Wir sprechen heute wieder vor einer Versammlung, in reduzierter Anzahl, das schon, aber die Familie des Täuflings und seine Freunde sind hier zugegen. Und das soll auch in Zukunft der Fall sein, dass Personen wieder am Gottesdienst teilnehmen können. Wie es konkret ausschauen wird, das erfährt man aus einem Schreiben, das wir in die Heime geschickt haben. Da auf diesem Blatt wird alles erklärt, wann die Gottesdienste stattfinden, wann wer kommen darf und wie das Ganze ausschauen wird. Aber wir freuen uns, dass wir in nächster Zukunft wieder Gottesdienste feiern können, wo Gemeindeglieder daran teilnehmen können und das auch leiblich hier vor Ort. Soweit einmal zu den Bekanntmachungen. Einleitend zur Predigt lese ich uns einen Text aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 37 bis 42. Da schreibt das heilige Wort wie folgt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Soweit der Text aus der Apostelgeschichte. Gott ist gut zu uns, haben wir bereits in der Einleitung gehört. Alles im Leben erhalten wir von ihm. Jeden Sonnenstrahl, jeden Wind, ja, auch den Nordwind. Ja, Gott hält das Wetter in seinen Händen. Er hält unser Leben in seinen Händen. Und jeden Tag erfahren wir in den kleinen Dingen, wie gut Gott in seiner großen und allmächtigen Liebe zu uns ist. Besonders in seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist treu. Selbst wenn wir untreu sind. Die Gruppe wird uns nun ein Lied zu diesem Thema singen.
Liebe Gemeinde, liebe Tänja, ich will jünd von dir eine Geschichte vertale von einer jungen Mama, die Vertrauen hat an ihrem großen Gott. Carrie, wir mit ihrem Mann Andrew und China, das sind Land weit auf von hier, am anderen Ende von der Welt. Und sie werden dort Missionare in einem Dorf weit auf von anderen Dörfern. Sie hatten einen feinen Winter gehabt, und nun wird der Fahrer gekommen, und sie hatten um Rehen gelöst. Kriegst du es wie um Rehen lösen? Und dann wird der Fahrer Eva gegangen, und der Rehen wird nicht gekommen, der Ries steht da, wird verdreht, der Böres wird sehr traurig. Er Ries wird keine Arend anbringen. Der Sommer kommt und der Rehen bleibt immer noch ut. Die Menschen in China wurden arruig. Sie mussten noch ein Beet Mais planten, damit sie im Winter, im nächsten Winter, zu essen haben würden. Andrew war dort an. Eine Church wurde immer mehr Platz frei. Die Menschen kamen nicht mehr in die Church. Die eierten sich über arm. Und am Leute über sonst ganz ruhig, sie blöste seine Fröte, Kerry, er muss das Wort Gottes nur der andere Dörper bringen. Er muss wandern, am Land nennen. Und dann ging er weg. Er lädt Kerry mit ihren Kirchen und ihren Kinder tüs. Die Kinder wären noch klein. Kerry hat auch keine Angst. Sie wird ganz tranquilo. Das wird überhaupt nicht schlimm. Gott wird ihr für andere sorgen und er wird auch für ihn sorgen. Eines Tages hielt Kerry für zwei Männer sich und ihr Helden. Die checkte dies da der Männer und die sehte, die wollen wir anbringen, die witte Menschen, die merken ans Trubel, ans Götter sind, pass ich über die. Und die wollen wir dort merken und dann wird dort endlich reine. Kerry horcht hin ja und dann ging sie nach ihre Kirchen und dann sagt sie zu ihre Kirchen, geh mal im Dorf nennen. Horcht die mal ran, was die Menschen da vertalen. Das geht gleich sehr lang, dann kommen die Kirchen drei. Und er hat blanket Entsätze an die Uhr. Der sagte, Kerry, Kerry, die Menschen sind sehr doll über die. Die wollen die in die nicht kennen, dort merken. Und alle die, was du Geld getan hast, und alle die, was die beschützen wollen, die müssen dann auch sterben. Und die wollen die in die nicht kennen, ihre Götter opfern, damit es endlich regnet. Kerry nahm Bett hängen von ihrer Kekse, eine Hand, und sagt, ich hab keine Angst. Mein Gott wird mich beschützen. Mich und unsere Kinder. Ich will nicht beten gehen und dann will ich dir sagen, was wir tun wollen. Sie ging in ihre Stuhl und sie fang an zu beten. Lang bleibt sie da beten. Und sie betet darum, dass sie ruhig bleiben kann, dass sie keine Angst haben wird. Und dann, als sie rückkam, ging sie in die Küche und backte eine Torte. Als es Abend ward, sah sie sich ihren Jängelstuhl, fährte der und fang an zu kneten. Das war dies dann, sie schaute Lamp an und knet wieder. Ihre Kinder spielte noch, aber bald brachte sie den Tischlob. Dann sah sie sich war an ihrem Stuhl nennen. Irgendwann, wie Mitternacht rum, dann hielt sie dort um Put, wer wir, bitte. Und dann ging sie nur ihre Kirche und wirkte der ab. Seht, du sollst nu Teu köcke. Viel Teu sollst du köcke. Die stund ab und fang an Teu zu köcken. Sie ging ihre Kinder abweichen. Und seht ihr, sie würde nu ein bisschen Bänne setzen, würde ein bisschen spielen, sie würde ein bisschen singen. Und dann fang sie an zu singen mit den Kindern. Die wären ganz ruhig, die fang auch an zu spielen, die lachten und dann ging das schein. Und dann wurde die Stämme bitte beim Park immer lüder. Als sie Leute noch wären, dass Kerry die Wirt verstehen kann, dann ging sie rüt nach der, mögte der Gräut ab und sagte, Nobasch, ein Freund, kommt nun, ich hab Teu in Küche, kommt, hier ist alles für ihn rein. Sie hat alle Schadelstipp gesagt, sie hat alle Steilertipp gesagt. Nun hat sie rum zum Sette und dann fängt sie an, für jedem ein Bitart im Schadel zu tun, eine Tost Teu, dann nehmen sie den Taler mit Bad hängen und jäuft ihm den Anführer. In China, wie dort sei, ist dort sehr wichtig, dort, wenn man einen Mensch bedeutet, dann nimmt man den Schief mit Bad hängen und jäuft ihm wieder.
Und dort teilt sie mit jedem. Der Mann checkte sich taub, der wäre alle dunkel bekleidet, der hatte Socke über dem Kopf getrocknet, einer hat einen Stock, ein anderer hat ein Messer, ein anderer hat eine Axt. Ob das wäre sie nicht gefühlt gewesen. Aber sie haben alle nennen. Und dann sagte einer dort Piano, dann klimpert er da oben, dann scary dort hier. Ha! Dann sah sie sich am Piano, dann fängt sie an zu singen. Und sie sang ein chinesisches Lied. Dann hielt sich der Schein, dann sah sie sich dol. Dann sagte einer mit einmal zu dem anderen, du, der haft jetzt keine Angst. Dann sag ich, Kerry, für wem soll ich Angst haben? Die sind ja meine Nobasch und die sind meine Freunde. Und die Tchenja, die spielte da, dann fange ich an mit die Tchenja zu spielen. Mit einmal sehe der Anführer, hier ist nicht mehr zu tun. Ich gehe hüs. Und als der Anführer gegangen wird, dann gehen auch alle anderen hüs. Und als Kerry dann den letzten dann verabschiedet hat, nehmen sie ihr kleinste Kind und wirft dort eine Hänge, eine Arms, im Schlupf und drückt dort dann an. Als sie das Fenster zumachen will, dann sperrt sie einen tollen Wind. Dann regt sie ha, da trägt sie noch Regen. Können sie sehen, dass Gott uns den Regen schenkt? Sie ging schluppen, sie lädt sich dol, schleip auch Rennfuß an. Und das geht gleich sehr lang, dann wirkt sie ab. Dann rehen dort Bindfäden. Das meint, dort rehen so sehr, dass man lange Striepe von Bubebett und sein kann. So aus wie uns ein Rehen wünschen. Liebe Gemeinde, liebe Tchenja, so vertrühe. Eine Situation, wo man endlich Angst haben wird, selber. Oder wo glaube, dass man Angst haben muss. Dort wünsche ich uns. Dass wir dort vertrühe an Gott haben, dass wir immer waren, seine Wege seine. Lieber Gian, liebe Familie Wiebe, liebe Verwandte, Freunde, wir freuen uns mit euch an diesem Tag, an diesem Abend, in dieser Zeit und wir wünschen euch ein schönes Fest und ein besonderes Erlebnis, wo wir das Tauffest feiern. Und gerade das, was wir eben auch von der Gruppe gehört haben, von der Treue Gottes, das wollen wir heute feiern. Gott ist treu. Er hat seinen Sohn gesandt, damit wir ewiges Leben haben können. Wenn wir uns jetzt noch einmal zurück an den Einleitungstext erinnern, den wir bereits gehört haben, dann finden wir im selben Kapitel, wenn wir ein bisschen vorher lesen, finden wir die Erscheinung, das Kommen des Heiligen Geistes auf diese Erde. Und die Jünger sind erfüllt vom Heiligen Geist. Und die Reaktionen der verschiedenen Menschen, die sich damals an diesem Ort versammelt hatten, die waren sehr verschieden. Die reagierten sehr verschieden auf dieses Ereignis, auf das Kommen des Heiligen Geistes. Manche, die waren verwundert, die reagierten mit Verwunderung. Manche, die brachten Ratlosigkeit zum Ausdruck. Und andere sogar, die ließen sich zum Spott hinreißen. Die spotteten über diese Erscheinung des Heiligen Geistes. Und diese Situation, die nutzt Petrus aus und fängt an zu predigen. Und wir können seine Predigt auch im selben Kapitel 2 nachlesen. Als er dann fertig gepredigt hat, dann lesen wir in Vers 37, als sie aber das hörten, dann ging es ihnen durchs Herz. Welches war der Inhalt der Predigt? Was hatten sie gehört? Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Was hatten sie unter anderem gehört? Nämlich erinnert Petrus die Zuhörer an Jesus, der in ihrer Mitte war. Jesus war hier in unserer Mitte.
Er hat Taten getan, er hat Zeichen und Wunder getan. Und er sagt ihnen auch, den habt ihr Juden durch die Hand der Heiden ans Kreuz schlagen lassen. Und vielleicht glaubten sie sogar noch, das wird hier nicht so zum Ausdruck gebracht, nicht so gesagt, aber vielleicht glaubten sie sogar noch, dass sie dadurch viel geleistet hatten, dass sie etwas Wunderbares vollbracht hatten, jemanden, der sie störte, aus der Welt geschafft. Dem ist gar nicht so, sagt Petrus. Er wurde durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben. Steht so in diesen Worten geschrieben. Er wurde durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben. Ihr habt euch nur dazu brauchen lassen. Den, gerade den, hat Gott auferweckt, sagt er ihnen. Und er hat ihn nicht nur auferweckt, sondern auch zum Herrn und Christus gemacht. So, nach dieser Predigt, dies sind einige Gedanken von seiner Predigt, da stehen sie nun vor dieser Tatsache. Dann steht da, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Wir könnten auch sagen, sie wurden dadurch heftig geschlagen. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Es ging ihnen durchs Herz, so wie wenn sie heftig geschlagen wurden. Oder stechen, wenn sie gestochen wurden. Oder sie waren verblüfft, als sie das hörten. Sie hörten, sie verstanden und sie begriffen auch. Das zeigt auch die Frage, die Sie dann gleich darauf stellen, was sollen wir tun? Was ist jetzt dran? Was müssen wir da tun? Und das scheint ein bisschen, scheint diese Frage einen verzweifelten Unterton zu haben. Wenn die Juden ihren Messias gekreuzigt hatten und er jetzt erhöht war, was sollten sie dann jetzt tun? Das war alles geschehen. Das Wirken des Heiligen Geistes erwies sich als mächtig in den Herzen der Menschen damals. Jetzt waren sie bereit, jetzt waren viele bereit, Jesus Christus aufzunehmen. Und ich denke dabei an dich, Gian. Vielleicht ist dir Gottes Wort auch irgendwann durchs Herz gegangen. So wie wenn jemand dich geschlagen hatte. Du merktest mit einmal, jetzt muss etwas passieren in meinem Leben. Du hast deinen Zustand erkannt. Vielleicht warst du auch verzweifelt. Ich kann dein Leben nicht. Wir werden nachher noch mehr deinem Zeugnis hören. Du warst mit einmal bereit zu hören. Du hast dich entschieden, dein Leben Jesus Christus zu übergeben. Andere haben vielleicht noch nicht erkannt. Sie sind vielleicht noch nicht so weit, dass sie sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist jetzt dran? Noch andere haben vielleicht schon erkannt und wissen, sie sollten mal etwas tun, sie sollten ihr Leben Jesus Christus übergeben, stehen aber noch nicht dazu, geben das noch nicht zu. Viele von uns, die wir hier sind, wir haben begriffen und verstanden, vieles jedenfalls. Aber dennoch ist es für uns alle wichtig, auch für Christen, dass wir ständig ansprechbar bleiben und immer wieder zu fragen, was sollen wir tun? Wie geht unser Leben weiter? Was ist in dieser Situation zu tun? Was ist dann zu tun? Diese offene Haltung, Bereitschaft zum Hören, Bereitschaft zum Aufnehmen. Was sollen wir tun?
Und Petrus antwortet auf diese Frage. Er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Seine Antwort war klar und eindeutig. Tut Buße. Das bedeutet die Einstellung. Das bedeutet mein Herz. Da, wo mein Wille sitzt, heißt es, dass ich die Ausrichtung meines Lebens ändere. Dass ich umkehre, wenn ich aus jeder Richtung gegangen bin, dass ich eine Wendung mache und eine andere Richtung gehe. Wenn ich von dort weggegangen bin, dass ich wende und mich an Gott wende. Dass ich meine Einstellung ändere. Für die Juden in unserem Text heißt das, sie hatten Jesus verworfen. Sie hatten geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jetzt sollten sie wenden. Paulus sagt, tut Buße, ändert euch, ändert eure Einstellung. Jetzt sollten sie ihm vertrauen und an ihn glauben. Lasst euch eure Sünden vergeben. Euer Abgewandtsein gegen Jesus. Lasst euch taufen als Zeichen, dass ihr eure Einstellung, euren Sinn geändert habt, damit andere es sehen, dass in euch eine Veränderung vorgegangen ist. Und das ist ja gerade das, was wir heute feiern wollen. Das bezeugt, das wird durch die Wassertaufe bezeugt, dass die Person, die sich taufen lässt, öffentlich bekennt und sagt, ich habe Veränderung in meinem Leben erfahren. Ich habe Buße getan. Ich habe eine Wendung in meinem Leben gemacht. Wenn ich erst Gott ungehorsam war, dann habe ich mich entschieden, jetzt Gott zu gehorchen. Denen, die Buße tun, und das Geschenk der Sündenvergebung annehmen, gilt auch die Gabe des Heiligen Geistes. Für euch und euren Kindern wird hier gesagt. Für alle, die fern sind. Für Heiden auch. Die Gabe des Heiligen Geistes ist etwas Großartiges. Und ich will da ein paar Verse aus Johannes Kapitel 14 lesen, die dieses bestätigen. Die dieses sehr klar zum Ausdruck bringen, dass die Gabe des Heiligen Geistes etwas Großartiges ist. Da sagt es in den Versen 16 bis 18 von Johannes 14, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und noch ein Vers aus 16, Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das hatte große Bedeutung für die Jünger damals. Wenn Jesus von dieser Erde wegging, würde er einen anderen Tröster senden. Jemand, der mit ihnen gehen würde. Und wir haben gehört. Das hat ebenfalls große Bedeutung für die Kinder Gottes, für die Christen heute. Und der Aufruf, der gilt uns heute auch. Dieser Aufruf, den Petrus an die Menschen damals weitergab. Dieser Aufruf gilt Menschen, die fern sind von Gott, die nichts von Gott wissen wollen. Oder die nicht in seinen Wegen gehen. Und wir sind aufgerufen, gebt euren Widerstand gegen Gott auf. Ändert eure Einstellung
tut Buße. Dieser Aufruf gilt auch den Kindern Gottes, die eine Sünde in ihrem Leben erkannt haben. Das gibt es ja immer wieder mal, dass wir in unserem Leben Sünde erkennen oder Sünde tun. Schämen wir uns nicht, sie zu bekennen und Buße zu tun. Diese Aufforderung, die gilt uns auch. Oder die, die vielleicht längst bekehrt sind, aber nicht getauft sind, macht die Sache komplett. Lasst euch taufen und bezeugt damit öffentlich, dass ihr Kinder Gottes seid. Und ich denke, auf so einem Tauffest ist die Person, die sich taufen lässt, ein wunderbares Beispiel für uns alle. In der Geschichte, die wir gelesen haben, oder wenn wir ein bisschen vorher schauen, Kapitel 2, dann lesen wir da, dass an dem Tag, am Pfingsttag, etwa 3000 Menschen zum Glauben kamen und sich taufen ließen. Und wir denken, was für ein Erlebnis wird das gewesen sein? Und könnte es doch immer auf diesem Hochgefühl bleiben und weiter so sein? Und das denken wir auch schön, wenn das so wie es heute Abend ist, wenn wir feiern, wenn wir eine Person taufen wollen, wenn das immer so weitergehen könnte. Wenn das immer so bleiben könnte. Aber es geht weiter und der Vers 42 lehrt uns das Wie. Es sagt da: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es geht weiter. Die Gefühle werden vielleicht gar nicht immer so gut oder so hoch sein, aber es geht weiter. Und hier wird genau auch gesagt, was zu tun ist. Er spricht vom Beständigsein, das heißt vom Beharren oder vom Fortfahren mit. Wir fahren fort im Gebet, wir fahren fort in der Gemeinschaft und wir fahren fort in der Lehre. Und das nicht nur immer, wenn uns danach ist oder wenn uns das gerade jankert, sondern dahinter steht eine Entscheidung. Hier steht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie waren neu auf ihrem Weg und mussten weiter unterrichtet werden. Und sie wuchsen darin. Und das ist eine ganz dringende Notwendigkeit auch für uns alle heute und immer wieder in der Lehre der Apostel zu bleiben, wo so vieles auf uns eindringt. Viele Gedanken, viele Ideen. Wir haben die Lehre der Apostel nötig. Wenn man neu ist im Glauben, aber auch nachher, später. Gerade auch um die Richtung beizubehalten. Sie blieben aber auch beständig in der Gemeinschaft. Entscheiden für Jesus Christus muss sich jeder persönlich. Aber um nachher bestehen zu bleiben, brauchen wir die Gemeinschaft als Kinder Gottes untereinander. Zusammen sind wir stark. Versucht mal, zwei Hände voll Reis zu nehmen, in einer Hand eine Hand voll Reis, sie in einen Behälter reinzutun und dann noch eine Hand voll Reis zu nehmen und die in einen Behälter zu tun. Stellen wir den Behälter hier hin und tun genauso einen da beiseite hinstellen. Und dann gehen wir mit beiden Händen zusammen und schöpfen Reis, so. Und plötzlich schreit wieder an eine Japsfall. Wir kennen das Wort. Das sind auch zwei Hände, die nehmen wir voll Reis und tun den in den leeren Behälter rein. In welchem von den beiden Behältern wird mehr Reis sein? Das ist ganz klar, da wo die Hände zusammen den Reis geschöpft haben und in den Behälter reingetan haben.
ist vielleicht ein kleiner Vergleich, wo wir merken, wie Gemeinschaft, wo wir ein Paar zusammen sind, gestärkt werden. Was uns helfen kann, was uns Mut machen kann, was uns durchtragen kann. In der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet, gemeinsam an einer Sache beteiligt sein. Und wenn wir nachher hier auch das Abendmahl feiern wollen, dann merken wir, dann werden wir merken, dass wir als Kinder Gottes an einer Sache beteiligt sind. Nämlich, dass wir an Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, glauben, dass wir sein Erlösungswerk angenommen haben, dass wir uns an dieses Werk erinnern und das auch verkündigen. Beständig sein, durchhalten. Petrus hatte eine Predigt gebracht und die Menschen, die waren mit einmal bereit zu hören. Sie waren bereit aufzunehmen. Und sie fragten jetzt, was sollen wir tun? Und er sagte, tut Buße, fangt ein neues Leben an. Aber fangt nicht nur an, sondern geht weiter. Zieht durch, bleibt beständig. Das war die Aufforderung und das ist die Aufforderung auch an uns heute. Wir wollen gemeinsam beten. Gott, unser Vater, wir danken dir heute von ganzem Herzen für deine Liebe, für deine Treue zu uns. Wir danken dir, dass du Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, der für uns gelitten hat, der gestorben ist, der auferstanden ist, der gen Himmel gefahren ist. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der gekommen ist auf diese Erde und uns beisteht. Wir sind nicht allein. Danke, Herr, für diese Heilswahrheiten, dass sie damals gültig waren und dass sie heute gültig sind. Herr, wir danken dir, dass wir auch immer wieder zu dir kommen können, wie wir gelesen haben. Buße zu tun, der Weg zu dir ist offen. Dankeschön dafür. Wir danken dir heute auch, dass wir hier gemeinsam dieses Fest feiern können. Danke, Herr, für das Leben von Gian. Danke, dass er dein Kind ist. Segne uns weiter, Herr, wenn wir über dein Wort nachdenken. Segne uns weiter in dieser Gemeinschaft. Amen.
Wir wollen heute nicht nur Gian Wiebe durch die Taufe in unserer Gemeinde aufnehmen, sondern auch andere Personen haben sich zur Mitgliedschaft angemeldet. Wie im Gemeindeblatt von September bekannt gegeben wurde, haben sich folgende Personen zur Aufnahme hier in unserer Gemeinde gemeldet. Es sind Johann und Helena Neufeld und Anja Kehler de Dück. Und ich bitte diese Personen, dass sie einmal hier nach vorne kommen, hier hinter das Pult, dass sie sich kurz vorstellen und dann werde ich euch ein paar Fragen stellen. Bitte schön. Ja, wir sind Hans Hanifels, wir kommen von Bartel, mit der Sion-Gemeinde. Ich wohne hier nur etwa 3 Monate in Loma Plata. Und wir dachten, so, das Part vielleicht nicht zu sein. Dort wie dort Rüttchen war, das haftet sich auch nicht in großen Sand. Doch wir sollten noch länger zu bleiben. Und wenn sie uns hier abnehmen wollen, dann wollen wir uns hier dann nicht abnehmen. Das soll dann nicht so weit sein. Hallo, mein Name ist Anja Kehler. Ich bin die Tochter von Sina und Jakob Kehler, beide Glieder der Elim-Gemeinde, wo auch ich bis vor kurzem Mitglied war. Der Grund, warum ich hierher wechseln will, ist, dass ich im Februar Marvin Dück geheiratet habe und wir beschlossen haben, dass wir die Mennoniten-Gemeinde zu unserer gemeinsamen Gemeinde machen wollen und ich hoffe, ich werde hier gut aufgenommen und akzeptiert und wo ich dienen kann, möchte ich dieses auch tun. Danke. Es ist schön, wenn wir nicht nur durch die Taufe neue Glieder bekommen, sondern auch durch den Gliedertransfer. Und ich will euch gemeinsam eine Frage stellen, die ihr dann noch gemeinsam beantworten könnt. Seid ihr bereit, mit euren Gaben nach Möglichkeiten hier in dieser Gemeinde zu dienen? Was sagt ihr? Johann, ich heiße dich willkommen als Bruder in dieser Lokalgemeinde. Möge Gott dich segnen und zum Segen setzen. Elena? Ich heiße dich willkommen als Schwester in dieser Lokalgemeinde. Möge Gott dich segnen und zum Segen einsetzen für andere. Anja, ich heiße dich willkommen als Schwester in dieser Lokalgemeinde. Möge Gott dich segnen und zum anderen zum Segen einsetzen. Gian, jetzt sind wir gespannt, was du uns aus deinem Leben zu erzählen hast, was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Du darfst sehr gerne bis hier kommen und uns dein Zeugnis mitteilen. Guten Abend. Mein Name ist Gian Wiebe und ich bin 16 Jahre alt. Meine Eltern sind Carlos und Nettie Wiebe. Ich hatte das Vorrecht, in einem christlichen Elternhaus hier in Loma Plata aufzuwachsen. Ich habe mich am 5. September 2015 in einer Evangelisation bekehrt. Da mir immer gesagt wurde, dass Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist, glaubte ich es. Es bestand auch kein Zweifel darin, dass Gott, der Vater, wirklich existiert. Es wurde ja mir immer so gelehrt. Dieses Denken änderte sich, als ich älter wurde. Es kamen Fragen auf, die ich nicht zu beantworten wusste. Wie zum Beispiel, wieso glaube ich oder wie kann ich beweisen, dass Gott existiert? Ich begann Sünden zu tun, die ich vorher nie gemacht hatte. Schlimm wurde es mit der Pornografie und dem schlechten Wortschatz. An einem späten Abend taten mir die Sünden leid, also betete ich zu Gott und fragte um Vergebung. Noch in diesem Gespräch spürte ich Gottes unbeschreiblich große Liebe und hörte ihm sagen, dass er mir vergibt. Damit war ich sicher, dass er wirklich existiert. Als ich 15 war, wurde ich zu einem Hauskreis eingeladen. Das hat mir sehr geholfen, den Weg mit Jesus zu gehen und im Glauben zu wachsen. Wenn ich jemanden mit Worten verletzt habe, bitte ich um Verzeihung. Ich bin auch bereit für ein Gespräch. Mein Wunsch ist es, getauft und in dieser Gemeinde aufgenommen zu werden.
Ich glaube, das ist sehr gut, wenn du hier bleibst, hier oben. Dann können sie dich alle sehen, auch hören. Gerne wollen wir dich taufen. Und so wie wir auch im Text aus Apostelgeschichte gelesen haben, die Menschen wurden gläubig und ließen sich taufen. Und dasselbe steht auch in Markus Kapitel 16, Vers 16, das heißt, wo es heißt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. So Glaube und Taufe, das sind zwei Dinge, die gehören zusammen. Glauben und sich taufen lassen. Und bevor wir das aber tun, will ich dir einige Fragen stellen. Das ist eigentlich ein bisschen so eine Wiederholung von dem, was du bereits gesagt hast, vielleicht ein bisschen andere Worte, aber die kannst du dann beantworten. Kommst ein bisschen näher hier. Ich frage eine Frage und dann antwortest du. Sind dir alle deine Sünden, die du in Gedanken, Worten und Taten begangen hast, sind sie dir herzlich leid? Ja. Die zweite Frage ist, bekennst du den Glauben an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes und der verheißene Heiland der Welt ist? Ja. Dritte Frage, hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland angenommen? Ja. Okay, du hast es gesagt bereits auch in deinem Zeugnis. Vierte Frage, ist dein innigstes Bestreben, dem Worte Gottes gehorsam zu sein und dein Leben im Glauben dem Herrn immer wieder zu weihen? Ja. Und dann wünschst du auf dieses Bekenntnis nach dem Befehl des Heilandes getauft zu werden? Ja. Das wollen wir gerne tun. Gian, auf das Bekenntnis deiner Sünden und auf das Bekenntnis deines Glaubens, dass Jesus Christus dein persönlicher Heiland und Herr ist und dass du bekannt hast, dass du an ihn glaubst als deinen Erretter, der für dich gekreuzigt ist, der gelitten hat, der auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Auf dieses Bekenntnis taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr fülle dich mit der Kraft seines Geistes und er schenke dir immer wieder, jeden Tag neue Kraft in seinen Wegen zu gehen und er stärke deinen Glauben und er schenke dir Beständigkeit. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam um Gottes Segen für sein Leben beten. Und ich bitte, dass ihr dazu aufsteht und mitbetet. Gott, unser Vater, alle zusammen kommen wir in diesem Moment zu dir und sind dir von ganzem Herzen dankbar für diese Erfahrung, für dieses Erlebnis. Wir danken dir von ganzem Herzen für das Leben von Gian. Danke, Herr, dass er dein Kind ist und dass er sich ganz klar zu dir bekennt und dass er bestrebt ist, deine Wege zu gehen. Danke, Herr, dass du ihm diese Gnade geschenkt hast und dass er dein Erlösungswerk angenommen hat. Und wir wollen heute alle zusammen beten für sein Leben. Wir beten, Herr, dass du weiter mit ihm gehst. Wir beten um Schutz für sein Leben. Wir beten darum, dass du ihm immer wieder neuen Mut und neue Kraft schenkst in der Nachfolge. Hilf, dass er weiter wachsen kann. Hilf, dass er reifen kann, dass er beständig bleiben kann und dass er durchtragen kann. Hilf ihm, wenn schwierige Zeiten da sind, wenn Versuchungen da sind. Sei du ihm nahe. Schenke ihm Sieg. Und wenn er irgendwann vielleicht gefallen ist oder Sünde getan hat, hilf ihm wieder auf, dass er weiter in deinen Wegen geht.
gehen möge. Herr, wir danken dir auch von ganzem Herzen für seine Gaben, seine Fähigkeiten. Und wir bitten, dass du ihm auch dabei hilfst, darin weiter zu wachsen, darin weiter zu reifen, dass er diese auch in deinen Dienst stellen kann, dass er dadurch Menschen zum Segen sein kann und dass er dadurch deinen Namen Ehre machen kann. Wir bitten jetzt alle zusammen, der Herr segne dich und behüte dich und der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, sei dir gnädig und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Die Versammlung kann sich setzen und aufzustehen. Pian, ich heiße dich auch willkommen hier in der Mietengemeinde von Oberplatta. Und wir wünschen, dass Gott dich hier an diesem Ort, dieser Gemeinschaft, dieser Gesellschaft weiter segnen möge und dich auch zum Segen setzen für andere Menschen. Willkommen. Gia Sebastian Wiebe. Sein Aufspruch steht in Philipper 1, Vers 21. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Freudenfest für uns und das ist Freude im Himmel.
wie wunderschön. In Lukas Kapitel 22, Vers 15 spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt folgende Worte: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das Passamahl mit euch zu essen, ehe ich scheide. Als Jesus diese Worte sprach, feierte das Volk Israel das Passamahl. Es war ein Erinnerungszeichen oder Erinnerungsmahl an den Auszug damals aus Ägypten, an die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Ebenso sollen auch wir Christen als Kinder Gottes das Abendmahl feiern. Dieses Mahl, das Jesus bei dieser Gelegenheit eingesetzt hat, nämlich als Erinnerungsmahl. Es erinnert uns daran, dass wir auch einst in Sklaverei lebten und von Gott befreit worden sind, in der Sklaverei der Sünde. So sagt Jesus in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 24, dass wir dieses zu seiner Erinnerung, zu seinem Gedächtnis tun sollen, für das, was er für uns getan hat. Wenn wir also heute das Abendmahl feiern, und liebe Zuschauer, ihr dürft es auch sehr gerne zu Hause mit eurer Familie zusammen feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus diesen Preis bezahlt hat, damit wir die Erlösung erlangen können. Er hat am Kreuz auf Golgatha den Tod für uns gelitten, den wir eigentlich hätten ertragen sollen. Er hat uns aus der Sklaverei des ewigen Todes befreit, aus der Gefangenschaft der Sünde, so dass wir frei sein können. Wenn wir also das Abendmahl feiern, dann bekennen wir dieses, dass Jesus der Herr und der Heiland und der Erlöser ist. Wir verkündigen seinen Tod, indem wir dieses Fest feiern. Aber nicht nur das, wir verkündigen ebenfalls seine Auferstehung. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann nehmen wir all dieses, das Erlösungsplan, den Heilsplan für uns persönlich in Anspruch, dass Jesus für meine Sünden gestorben und auferstanden ist und dass ich durch ihn Vergebung erlangt habe. Wir verkündigen den Tod des Herrn und bezeugen, dass wir zum neuen Bund dazugehören. Aber das Abendmahl erinnert nicht nur an die Vergangenheit, sondern ebenfalls an die Zukunft. Dieser Herr, der uns erlöst hat, wird eines Tages wiederkommen. Er selber sagt in Matthäus 26, Vers 29, Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Das Abendmahl deutet auch auf die Wiederkunft Jesu hin, auf die wir als Kinder Gottes sehnlichst warten und hoffen. Denn wir wissen, dass wir als Kinder Gottes dann für alle Ewigkeit bei dem himmlischen Vater sein werden. Das Abendmahl bedeutet also viel. Und darum sollten wir es auch nicht leichtfertig nehmen. In 1. Korinther Kapitel 11, die Verse 26 bis 29, da schreibt uns Paulus folgende Worte bezüglich des Abendmahls. Er sagt, Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das, was wir bereits gehört haben. Und jetzt kommt's. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Wir sehen also,
Das Abendmahl ist etwas ganz Besonderes. Ja, es ist ein Erinnerungszeichen an die Vergangenheit, an unsere Erlösung und ein Erinnerungszeichen an die Wiederkunft Jesu, aber wir sollen es würdig nehmen. Es ist mehr nur als Brot und Wein, was wir zu uns nehmen. Wenn wir es würdig nehmen, ist es ein großer Segen. Wenn wir es nicht würdig nehmen, das heißt, wenn unser Leben nicht entsprechend unserem Zeugnis ist, dann, sagt Paulus, treten wir das Blut Jesu mit Füßen. Und darum lade ich uns allen ein, dass wir für einen Moment still werden, dass wir uns selbst prüfen, dass wir sehen, wo wir Dinge zu bereuen und zu bekennen haben, wo wir Dinge in unserem Leben anders tun sollten mit der Hilfe Gottes, wollen wir uns eine Minute Zeit nehmen, um nachzudenken über unser eigenes Leben. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben für uns gegeben. Danke dafür. Wir preisen und loben dich. Wir haben diese Erlösung in Anspruch genommen, die wir hier sind. Und wir wollen mit der Feier des Abendmahls bezeugen, dass du unser Herr bist. Aber wir wollen es auch würdig nehmen. Würdig bedeutet nicht, dass wir sündlos seien, dass wir keine Fehler begehen. Würdig bedeutet aber allerdings, dass wir uns immer wieder unter diese Gnade stellen, dass wir uns abhängig wissen von deiner Güte und dass wir mit deiner Kraft unser Leben gestalten, dir zum Wohlgefallen. Wir wollen dich verherrlichen mit allem, was wir sind und tun. Hilf uns immer wieder dabei. Und wo wir gefehlt haben, wo wir gescheitert haben, vergib uns. Seid uns gnädig. Richte uns auf und lass, dass unser Leben ein Licht für dich sein kann. Segne diese Stunde, wo wir das Mahl nehmen. Amen. In Matthäus 26, Vers 26 lesen wir: Während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt. Esst, dies ist mein Leib. Das Brot, das wir anschließend brechen wollen, verwandelt sich nicht zum Leib Christi. Aber durch das Brechen des Brotes wird deutlich vor Augen geführt, wie Jesus sein Leib damals am Kreuz auf Golgatha gebrochen wurde. Das heißt, wie er für unsere Sünden gelitten hat. Wenn wir das Brot nehmen, wollen wir dankbar daran denken, dass dieses Brot Jesu Leib symbolisiert. Wir wollen jetzt das Brot nehmen und dafür danken und danach austeilen und nachdem jeder ein Stück dann erhalten hat, nehmen wir das gemeinsam zu uns. Wollen wir gemeinsam beten? Herr Jesus Christus, dieses Stück Brot symbolisiert deinen Leib. Und wenn wir dieses Brot brechen, zeigt es, wie du dein Leben damals für uns gegeben hast und die Sündenschuld auf dich genommen hast und alles bezahlt hast. Danke dafür. Danke, dass du diese Liebestat begangen hast. Danke, dass du dich erniedrigt hast, dass du den himmlischen Thron verlassen hast, um uns diese Liebe zu beweisen. Du hast dein Leib gebrochen, wie wir dieses Stück Brot gebrochen haben, damit wir eines Tages rein und heilig vor dem himmlischen Thron treten können. Danke dafür. Wir preisen und loben dich dafür. Und wir wollen jetzt das Brot zu uns nehmen und daran denken, wie du alles für uns gegeben hast. Segne uns dabei. Amen.
Bezüglich des Weins lesen wir in Matthäus Kapitel 26 die Verse 27 und 28 folgende Worte. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ebenso wie das Brot sich nicht zum Leib Jesu verwandelt, ebenso wenig auch der Wein zum Blut Jesu. Aber es symbolisiert sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat, damit wir Zugang zu diesem neuen Bund haben, damit wir diesen Heiligen Geist bekommen, von dem wir heute gehört haben, sowohl in der Botschaft als auch im Zeugnis von Gian, der ein neues Leben begonnen hat, ein Leben mit Gott. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir den Wein trinken, dann wollen wir daran denken, was Jesus dieses gekostet hat, dass er das Lösegeld für meine Gefangenschaft in der Sünde bezahlt hat. Wir werden jetzt den Wein einschenken und dafür danken, neigen wir unser Haupt für ein Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass dein Blut für uns damals vergossen wurde. Du hast dein Leben gegeben. Es ist vollbracht, hast du gerufen. Und es ist tatsächlich vollbracht. Du hast alles bezahlt. Du hast jegliche Schuld beglichen. Und jeder, der an dich glaubt, jeder, der dich vor den Nationen bezeugt, der dir die Ehre gibt, hat Anteil an diesem Sieg, den du damals errungen hast. Wir danken dir von Herzen, dass du uns diese Liebe erwiesen hast, dass du dein Leben gegeben hast, aber dass du auferstanden bist und dass du ein Gott der Lebenden bist. Wir danken dir, dass du wiederkommen wirst und wir hoffen, dass dies bald geschieht. Denn wir sehnen uns danach, nach dieser Gemeinschaft, nach dieser himmlischen Ewigkeit mit dir zusammen. Wenn wir jetzt den Wein zu uns nehmen, wollen wir uns daran erinnern, wie groß deine Liebe zu uns ist. Und wir wollen dir durch unser Leben die Ehre geben. In Jesu Namen. Amen. Schon während der Passafeier wurden verschiedene Lobgesänge aus dem Psalmen gelesen. Und da wir durch die Feier des Abendmahls tatsächlich zum Lob Gottes gegenüber aufgefordert und motiviert werden, weil er uns in Jesus die Erlösung geschenkt hat, will ich zum Abschluss Psalm 113 lesen. Und ich bitte euch, dass ihr euch erhebt und dieser Psalm soll uns auch gleich der Segen für die Woche sein. Psalm 113. Halleluja! Lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Hoch über alle Nationen ist der Herr, über den Himmel seine Herrlichkeit. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden?
der aus dem Staub emporhebt, den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes, der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Halleluja. Gott, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich und danken dir für deine große Liebe. Und wenn wir jetzt voneinander gehen, so erflehen wir uns deinen Segen. Schütze uns, wenn wir uns auf dem Weg nach Hause machen, und begleite uns auf all unseren Schritten, damit wir dir in allem, was wir tun, immer wieder die Ehre geben. Das bitten wir alles in Jesu Namen mit Danksagung. Amen.